Ja, schönen guten Morgen zusammen. V-Intro, Vorstellung der Förderpartner des Bundesverbands der Vertriebsmanager. Ich habe heute einen ganz spannenden Gast bei mir, den Michael Lache von Echobot. Wird er gleich ein bisschen mehr zu erzählen. Moin Michael, servus. Moin Daniel, schönen guten Morgen. Grüß dich nach Karlsruhe. Richtig. Ja, so schaut's aus. Klasse. Michael, erzähl ein bisschen von dir. Was machst du? Was machst du bei Echobot? Was treibt dich um? Privat wie beruflich? Gerne. Genau, sehr gerne. Ich fange mal mit dem Privaten an. Gab einige Neuerungen in letzter Zeit. Bin 32 Jahre alt, verheiratet, einen 6-monatigen alten Sohn. Arbeite seit knapp 10 Jahren ungefähr bei Echobot. Damals als Werkstudent eingestiegen im damaligen Startup. Ja, habe damals klassische Terminierung gemacht für die Vertriebsmitarbeiter. Damals waren wir 2 Personen im Sales plus mich als Assistent quasi. Und mit der Zeit in den letzten Jahren ist das Unternehmen natürlich stark gewachsen. Wir sind jetzt knapp 120 Mitarbeiter. Ich verantworte seit 8 Jahren den gesamten New Business Bereich bei uns. Und die Anzahl von 2 ist jetzt mal auf knapp etwas über 50 Mitarbeiter im New Business Bereich angestiegen. Also von dem her einiges erlebt in den letzten Jahren. Wow, cool. Ja, Echobot ist auch unser Thema heute. Erstmal herzlichen Glückwunsch natürlich zur Geburt. Vielen Dank. Freut mich sehr. Kann ich teilen die Freude? Und wir haben ja gerade im Vorfeld schon drüber gesprochen. 4 Jahre seid ihr jetzt bei uns als Förderpartner. Genau. Was hat euch bewogen, Förderpartner zu werden? Ja, ich war damals tatsächlich am Anfang auf dem Vertriebsmanagement-Kongress in Darmstadt, glaube ich 2017, 2018, irgendwie so in die Richtung. Ich fand es extrem cool, mich mal mit Gleichgesinnten auszutauschen. Ich fand die Vorträge sehr spannend und habe da tatsächlich auch viele interessante Kontakte kennengelernt, unter anderem auch dich. Du warst ja auch umtriebig dort an der Stelle. Habe viele Insights auch bekommen von Unternehmen, auf die ich normalerweise irgendwie keinen Zugriff habe. Teilweise waren wir bei so Veranstaltungen dabei vor Ort und haben uns dann Präsentationen geben lassen. Ich finde immer den Austausch sehr klasse und sage ich mal auf Augenhöhe. Von dem her war es für uns eine relativ simple Entscheidung, da Förderpartner zu werden. Super cool, super cool. Ja, das ist ja genau das, was uns als Verband ausmacht, der Austausch auf Augenhöhe, ja, Connecten, das Miteinander. Und wir hoffen natürlich alle, dass das jetzt auch in Zukunft wieder alles live und in Farbe funktioniert. Ja. Nicht nur online. Ja. Richtig. Was macht ihr als Echobot? Ja. Echobot ist eine Plattform für Sales and Marketing Intelligence. Ja, also das ist jetzt so mit der Überbegriff dahinter. Ihr kennt es vielleicht irgendwie aus dem eigenen Alltag. Ihr habt Vertriebsmitarbeiter, die wirklich auch gut in ihrem Job sind. Die sind aber halt häufig damit beschäftigt, im Tagesgeschäft nach relevanten Firmen oder Ansprechpartnern im Unternehmen zu suchen, um entsprechend Akquise zu machen. Und ja, genau dieses Problem lösen wir für unsere B2B-Kunden mit einer KI, die wir entwickelt haben. Und diese KI verknüpft Daten aus dem Handelsregister, aus dem Bundesanzeiger, Informationen von der Firmenwebseite, Xing, LinkedIn, Facebook, genauso aber auch Hunderttausende von Drittquellen, wie zum Beispiel Newsseiten, Jobportalen, Blogs, Foren und so weiter, um einfach solche Firmendossiers, solche umfangreichen Firmendossiers zu bauen. Diese Plattform ermöglicht quasi unseren Kunden mit sehr einfachen Filtern auf diese Daten zuzugreifen und entsprechend ihre Wunschkunden daraus zu finden. Und weil die Frage halt auch immer kommt an der Stelle, ja, für wen ist das Ganze irgendwie relevant an dem Punkt? Es ist komplett breit gestreut. Also wir arbeiten sowohl mit kleinen KMUs, teilweise auch wirklich so 5-Mann-Unternehmen zusammen, genauso aber auch Mittelständler und Großkonzerne, sind in 40 verschiedenen Branchen aktiv. Und eine Sache, die man im Hinterkopf behalten muss, wenn man vor allem auch immer über KI und Daten spricht, ihr braucht keine Daten, um mit uns zu arbeiten. Unsere Kunden arbeiten immer mit unseren Daten. Das macht das Ganze sehr einfach, sehr simpel umsetzbar. Das Tool wird freigeschaltet an der Stelle und 5 Minuten später theoretisch kannst du auf die Daten zugreifen, mit den ersten Filtern beginnen, ohne riesigen Implementierungsaufwand oder irgendwelchen Drittsystemen, die man dann andocken muss. Natürlich gibt es dann Coaching und Training dahinter, weil es ist mal eine andere Vorgehensweise anstelle von so diesen ganz einfachen Branchen, Ort und Umsatzfiltern, sondern da gibt es ein bisschen detailreiche Punkte, aber die machen im Endeffekt diese Magie aus, um die Wunschkunden zu finden. Ja, ja, du hast mir das System ja mal vorgestellt, mega umfangreich, aber auch total hilfreich. Das ist ja so dieses klassische Social Listening, ja, was so im Moment sowieso Social Selling, Social Listening sowieso in aller Munde ist und extrem wichtig ist. Ja. Also eine automatisierte Marktintelligenz, die Vertrieb und Unternehmen füttert einfach mit mehr Zahlen, Daten, Fakten,
ohne genau, dass da jemand stundenlang am Rechner verbringen muss, um die Daten zu eruieren oder zu ermitteln. Ja. Ja. Ich meine, also, jeder findet irgendwo das Thema Inbound-Marketing und Leads natürlich super. Ganz ehrlich, ich auch. Ich habe viele Leute hier im Endeffekt im Team, die natürlich auch super happy sind, wenn Leute sich über die Webseite anmelden, weil natürlich ist der Bedarf da. Aber je größer dein Team ist im Endeffekt und je spezifischer dein Markt ist, musst du halt auch Outbound machen. Egal auf welchem Weg, ob es Telefon ist, ob es LinkedIn ist, ob es persönlicher Kontakt ist. Aber du brauchst erstmal die Daten, du musst die richtigen Firmen erstmal ansprechen und das lösen wir entsprechend auf einem anderen Weg. Was ich bei euch so klasse finde, ist, eigentlich verschwimmt Vertrieb und Marketing bei euch ja komplett zu einer Einheit. Und das ist ja genau das, was wir im Verband schon seit vielen, vielen Jahren auch diskutieren. Eigentlich gibt es ja nicht mehr den Vertrieb, das Marketing oder die Abteilung, sondern genau das als eine Einheit. Und das funktioniert hervorragend. Genau. Also das ist, glaube ich, auch etwas, was so ein bisschen die Geheimwaffe ist tatsächlich. Vor allem auch im deutschsprachigen Markt aktuell. Das machen sehr, sehr wenige. Wenn man so ein bisschen über den großen Teich drüber schaut, da ist es etwas anders. Da hast du wirklich auch, die Leute sind uns halt irgendwie 3 bis 5 Jahre voraus, was so die Strukturen, Technologien und so weiter angeht. Und an der Stelle können wir da auf jeden Fall in Deutschland eine Menge tun. Aber natürlich ist es halt herausfordernd. Du brauchst ganz anderes Know-how dahinter. Du musst die Leute ganz anders trainieren. Also wir stellen ja natürlich auch Vertriebsmitarbeiter bei uns ein, auch teilweise Leute von der Uni, teilweise Leute, die Quereinsteiger sind. Und wir haben halt so eine Art Onboarding-Plan entwickelt. Wir haben eine Trainerin fest eingestellt. Wir planen jetzt gerade noch eine weitere Person Vollzeit für Training und Coaching einzustellen, damit die Leute entsprechend durchgängig aufgebaut werden mit dem Vertriebs-Know-how. Also es ist ein anderer Ansatz. Du bist jetzt so ein bisschen weg von, hier sind die Datensätze, hier ist deine Region, leg los, so wie man es so früher kannte. Jetzt musst du halt wirklich alle möglichen Kanäle bespielen, von Telefon, E-Mail, LinkedIn, Video. Jetzt seit neuestem haben wir jetzt mal GIFs auch für uns entdeckt. Funktioniert bei uns im Markt relativ gut. Die Leute finden immer, lachen einmal kurz und dann melden sich auch zurück. Ist mal anders als irgendwie eine blanke Nachricht. Also da gibt es unheimlich viel zu tun. Und aber so kann man auch kreativ werden. Ja, mega gut. Jetzt bin ich Mitglied bei uns im Verband und finde spannend, was ihr macht. Wie kriege ich dich? Wie kontaktiere ich dich am besten? Ja. Kontaktieren super gerne über LinkedIn. Da bin ich am aktivsten an der Stelle. Wir haben aber tatsächlich für den Verband extra Sonderkonditionen gewährt. Und zwar, ich sage es einfach mal kurz, wenn ihr auf echobot.de/Vertriebsmanager geht, gibt es eine Landingpage genau für euch. Und dort geben wir entsprechend für alle Mitglieder Sonderkonditionen. Wir machen so eine Art Machbarkeitsprüfung, weil klar, Technologie, Daten, es funktioniert zwar in sehr, sehr vielen Fällen, aber nicht immer. Von dem her prüfen wir das Ganze gemeinsam mit euch, ganz individuell, nehmen uns die Zeit da und probieren mal ein paar Ideen aus. Weil wir kennen ja natürlich sehr viele Ansätze aus verschiedenen anderen Kundenprojekten. Häufig kann man das gut adaptieren und entsprechend dann nutzen. Ihr kriegt auch entsprechend unsere Dossiers, also sprich nicht in der Suche, sondern wenn ihr die Firma schon kennt und ihr wollt Detailinformationen zu Unternehmen haben, gibt es einen 30 Tage lang Test unserer sogenannten Connect-Lösung. Das ist auch quasi für die Vertriebsmanager inklusive. Und zum Schluss gibt es auch noch Sonderkonditionen, je nachdem, welchen Bedarf ihr dann für euch habt. Also ich glaube, das ist ein relativ spannendes Paket, so ein kleiner No-Brainer, um es einfach mal auszuprobieren. Ja, also wir verlinken das auf alle Fälle auch nochmal, wenn wir das Video auf der Homepage haben, definitiv. Und ich glaube, das ist ein super spannendes Angebot. Von daher vielen, vielen Dank an dich, an euch. Sehr und gerne. Danke dir für das Gespräch. Das war sehr aufschlussreich, sehr interessant. Und wir sehen uns dann hoffentlich bald live wieder. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Daniel. Ja, Michael, mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Ebenfalls. Ciao, ciao.